Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Heute haben wir Teil 2 und auch Teil 3. Ich halte mich nämlich gar nicht lange mit der Vorrede auf, sondern berichte euch, was ich schon vor vielen Jahren aufgeschrieben hatte, nachdem ich schon ein paar Jahre mit den Empfehlungen von Hildegard von Bingen mein Leben verbracht habe. Heute heißt es zunächst Hildegard von Bingen, Heilerin mit spiritueller Kraft, Körper und Seele im Einklang. Die vier Säulen der Hildegard-Medizin sind die Säulen der vier Elemente. Wie einen Fels in der Brandung der heutigen Meinungsvielfalt beschreibt Hildegard-Experte Helmut Posch diese elementare Grundlage. Dieser Fels werde die vorübergehenden Wellen kurzfristiger Trends überstehen, weil Hildegard die wahren Funktionen der Natur in visionärer Schau gezeigt wurden und deshalb stabil sein wie das Einmaleins. Wer sich einmal näher mit Hildegard beschäftigt hat, wird ihm ohne Zögern zustimmen. Schon von Beginn an wussten alte Völker auf der ganzen Welt um die Bedeutung der Heilfähigkeit von Pflanzen. Zahlreiche Legenden sprechen von Unsichtbaren und Lichtwesen, die den Menschen die Geheimnisse über ihre Anwendung offenbarten. Schamanen und Medizinmänner, aber vor allem auch die Frauen der Stämme, gaben das wertvolle Wissen weiter. Hildegard von Bingen erhielt ihr Wissen aus dem Licht. In unzähligen Visionen wurden ihr die Schöpfungsgesetze zuteil, das ganzheitliche Wirken der Natur offenbart. Sie sagte, in allen Geschöpfen, den Tieren, den Vögeln, den Fischen, den Kräutern und den Fruchtbäumen liegen geheimnisvolle Heilkräfte verborgen, die kein Mensch wissen kann, wenn sie nicht Gott selber geoffenbart hat. Die Menschen heute ernähren sich zu ungesund. Fertiggerichte und Fastfood enthalten Gifte und Dickmacher, die häufig ohne Nachdenken konsumiert werden. Dabei wäre es viel einfacher, die frischen Lebensmittel einzeln und direkt zuzubereiten, so wie Hildegard es schon vor langer Zeit empfahl. Zwar nimmt diese natürliche Methode etwas mehr Zeit in Anspruch, aber ernähren wir uns auf diese Weise nicht nur gesünder, sondern können mit vielen Obst-, Gemüse- und Kräutersorten auf überraschende Weise sogar heilen. Welche Lebensmittel gegen welche Krankheiten wirksam sind, erfahren wir von der Klosterfrau. Hippokrates sagte schon, eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein. Zur Entgiftungstherapie, vor allem im Frühjahr, zählen Aderlass, Schröpfen, Blutegeltherapie und besonders wichtig das Fasten. Laut Hildegard von Bingen kann bis 6 Tage nach Vollmond ein Aderlass vorgenommen werden. Sie sagt, bei zunehmendem Monde nimmt der Saft in den Bäumen und Pflanzen sowie das Blut im Menschen zu. Hingegen nimmt bei abnehmendem Mond der Saft bei den Pflanzen und Bäumen und das Blut bei Mensch und Tier ab. Deshalb wird der Aderlass bis 6 Tage nach Vollmond vorgenommen. Denn früher oder später ist der Nutzen längst nicht so groß, da eine Abscheidung der Schlackenstoffe dann nur schwer möglich ist. Beim richtigen Zeitpunkt hingegen ist der Vorgang sogar mit bloßem Auge erkennbar. Alle krankheitsbildenden Stoffe werden nach Hildegard so aus dem Körper ausgeleitet. Wörtlich sagte sie, sind bei einem Menschen die Gefäße mit Blut gefüllt, so müssen sie von dem schädlichen Schleim und dem von der Verdauung gelieferten Saft mittels eines Einschnittes gereinigt werden. Nach Hildegard von Bingen wohnen 35 Seelenkräfte im Menschen. Sie sind jeweils dem Körper und seinen Organen zugeordnet. Gerade in der heutigen, auf Materialismus ausgerichteten Zeit erscheint es wichtiger denn je, einen Blick in Hildegards tiefes Wissen um Körper und Psyche des Menschen zu werfen.
Denn es sind alleine die destruktiven Seelenkräfte, wie die vornehmliche Ausrichtung auf materielle Dinge, auf Macht oder Gier, die den Auslöser für Krisen oder Krankheiten bilden. Der Weg zur Heilung besteht darin, diese Kräfte ins Gute umzuwandeln. Man findet dieses Wissen in dem wegweisenden Buch »Die Psychotherapie« der Hildegard von Bingen, das überraschende Einsichten und Erkenntnisse vermittelt, die zu einem ganz neuen Verständnis von körperlicher und seelischer Gesundheit führen. Selbsterkenntnis der eigenen Stärken und der eigenen Schwächen heißt die Devise. Hildegard versucht dies durch konstruktives Denken und durch viel Humor auszugleichen. Und immer wieder setzt sie auf das Erkennen der eigenen Kräfte. Wörtlich schrieb sie: Du hast Augen im Kopf, damit du dich nach allen Seiten umschauen kannst. Entdeckst du irgendwo Schmutz, so wasche ihn ab. Siehst du etwas vertrocknen, so lass es wieder grün werden. Hättest du keine Augen, wäre dein Verhalten zu entschuldigen, aber du hast ja welche. Warum schaust du dich nicht mit ihnen um? Ja, unser Leben ist unruhiger geworden. Zunehmend wird der Mensch durch wachsenden Stress belastet. Umso wichtiger ist es also, zu den Tugenden zurückzukehren und sie zu leben, denn sie machen den Menschen einfach fröhlicher, lichter, gesünder. Die seinerzeit als Prophetin Deutschlands im ganzen Abendland bekannte und anerkannte Äbtissin hat in ihrem umfangreichen Schriftwerk das genannte medizinische Werk hinterlassen, von dem es heißt, dass es, wie alle anderen von ihr verfassten Bücher auch, 9 waren es insgesamt, durch göttliche Inspirationen entstand. Ja, was kann es Schöneres geben, unter dieser Ägide etwas für andere Menschen aufnehmen zu dürfen? Ihren Aufzeichnungen zufolge erhielt sie von Gott den konkreten Auftrag und beschrieb das so: Schreibe, was du siehst und hörst. Tue kund die Wunder, die du erfahren. Schreib sie auf und sprich. Ja, das war der eine Teil, der eben Hildegard nochmal von mehreren Seiten beleuchtete. Und nun komme ich zu dem Text, den hatte ich euch auch noch nicht vorgetragen. Ich nehme ja diesen Zyklus jetzt mal geordnet neu auf. Aber ich hatte schon gesprochen über die Wunder, die der Weg Erich so vollbringen kann. Und diese Folge heißt Bestes Mückenstichmittel aller Zeiten, der Wegerich. Der feuchte Sommer zieht sie an, die Mücken. Millionenfach schwirren sie herum, in riesigen Schwärmen summen sie über Wiesen und Tümpel. Auch abends suchen sie uns in Gärten und auf Balkonen heim. Und sobald sie einen Lichtschimmer entdecken, schwupp, sind sie auch schon im Haus. Niemand ist derzeit vor ihnen sicher. So manch eine schlaflose Nacht haben sie fast jedem Menschen schon bereitet, die unerfreulichen Stechlinge, auch wenn sie für Frösche und Vögel ein wahrer Leckerbissen sind. Sie sirren und flirren uns Menschen bösartig um die Ohren, beim Spazierengehen, beim Grillen, im Schlaf. Kaum erklingt ihr feindlich summender Angriffston, ist man sofort hellwach, denn das Geräusch verheißt wahrlich nichts Gutes. Wer von Mücken heimgesucht und gestochen wird, den juckt es schon bald überall. Und je mehr er kratzt, desto schlimmer wird es. Manchmal bis zur offenen Blutwunde und tiefster Verzweiflung. Nein, unsere Freunde sind sie nicht gerade, die Mücken oder Moskitos. Hildegard von Bingen wusste natürlich auch hier Abhilfe, denn sie kannte den Naturgarten des Schöpfers ganz genau. Ende des 11. Jahrhunderts geboren, erhielt die spätere Äbtissin die geheimnisvolle Gabe, das Wunderwissen über Feld und Wald direkt aus dem Licht gezeigt und erklärt zu bekommen. Ganze Folianten schrieb sie für uns voll. Ihre ungewöhnlichen Naturkenntnisse wurden von der heutigen Wissenschaft bislang bereits zu über 80% bestätigt.
Hildegard-Experten schmunzeln hier, denn die übrigen 20%, ich hab's schon mal gesagt, da scheint die Wissenschaft einfach noch nicht so weit zu sein. Was empfahl Hildegard von Bingen ihren armen Zeitgenossen, die sich verzweifelt kratzten und unter dem Juckreiz der Mückenstiche wie verrückt litten? Sie schickte sie hinaus in die Mutter Natur. Meist schon direkt vor der Haustüre fanden die geplagten Mitbürger sofort angenehme Linderung. Die wenigsten Menschen wissen das jedoch. An allen Stellen und Ecken draußen gibt es unauffällige Helfer, die schnelle Erleichterung schaffen, ob man nun mitten in der Stadt wohnt oder auf dem Land. Praktisch an jedem Bürgersteig, auf jeder Wiese, in fast allen Gärten und in jedem natürlichen Biotop wächst, ja, wuchert unser alter Freund, der Natursanitäter Weg-Erich. Fast weltweit findet man ihn. Hierzulande wächst er, wie gesagt, beinahe überall. Er schießt wie Unkraut. Das Wort Wegerich stammt aus dem Althochdeutschen. Vega für Weg und Ri der König. Somit könnte man ihn auch den Herrscher oder den König des Weges nennen. In mehreren Ausführungen kommt er gleich daher. Zum Beispiel schmal und dünn heißt er Spitzwegerich. Dick und rund ist es der Breitwegerich. Dessen Blätter liegen platt am Boden und jedes Kind kennt ihn schon, denn wenn er wächst wirklich überall, selbst zwischen den Steinplatten, auf die man mit Kreide den Hüpfkasten aufmalt. Und auch der Mittelwegerich, dem breiten Bruder eher ähnlich, erwartet uns draußen aller Orten. Gebt's einfach mal im Internet ein, drückt auf Bilder und dann könnt ihr euch die Blätter, wenn ihr sie nicht schon kennt, genau angucken. Und ihr werdet sofort finden, oh ja, klar kenne ich das. Ja, dieser Wegerich, den man sein halbes Leben lang achtlos verschmähte, hatte einen doch schon so oft retten können oder hätte einen retten können vor den plagenden und jückenden Mückenstichen. Hätte man es halt nur gewusst. Es ist kaum zu glauben, aber wer ihn einmal ausprobiert hat, der wird wahrscheinlich nie wieder eine teure Salbe kaufen. Der Wegerich, ob dick oder dünn, platt oder schlank, ist absolut erste Hilfe tauglich. Wird man gestochen, so pflücke man einfach eins der kräftigen Blätter, zerdrücke dies zwischen den Fingern oder zerkaue es zwischen den Zähnen, bis der grün-gelbe Saft austritt, und reibe den bösen Stich damit ein. Sofort tritt Linderung ein. Die kleine Wunde, mehrmals auf diese Weise behandelt, wächst sich nicht mehr zu einem juckenden, roten oder gar blutenden Geschwür aus, sondern zieht sich sang- und klanglos wieder zurück. Übrigens, dieser Wegerich hilft auch bei kleinen Wunden, die man hat, ob man sich schneidet oder piekt, ob man so einen Spreußel sich untergezogen hat, den rausgezogen hat und es tut noch weh, Wegerich drauf als Spray. Ich habe es euch ja gesagt, ich setze das selber an inzwischen. Es wirkt Wunder. Ja, das Leben kann manchmal ganz einfach sein. Und so wenig wissen wir Menschen, die wir uns so klug und gebildet wähnen, über diese natürlichsten Dinge auf der Welt. Selbstverständlich gibt es auch Salben, die man in der Apotheke kaufen kann. Und manch einer hat auch seine spezielle Mischung gefunden, die ihm hilft. Aber wer die Linderung der Wegerichblätter einmal ausprobiert hat, gibt höchstwahrscheinlich künftig keinen einzigen Cent mehr aus für chemische Arzneien. In besonders hartnäckigen Fällen, auch bei Wespen, Bienen oder gar Spinnenstichen, kann man übrigens eine noch wirksamere Wegerich-Methode anwenden. Hildegard von Bingens wörtliche Empfehlung dazu. Und wer von Stechen geplagt wird, der koche seine Wegerichblätter in Wasser und nachdem das Wasser ausgedrückt ist, lege er diese warm auf den Ort, wo es schmerzt. Und das Stechen wird weichen. Und wenn eine Spinne oder ein anderer Wurm einen Menschen berührt oder sticht, dann soll er sofort mit Wegerichsaft die Stichstelle salben und es wird ihm besser gehen.
Ja, als ich damals von den heilsamen Wirkkräften des Wegerich erfuhr, habe ich mir umgehend meinen damaligen Schwiegervater eine große Schüssel und eine kleine Schaufel geschnappt und wir sind zur nahegelegenen Naturwiese gegangen. Da haben wir dann die schönsten Pflanzen ausgesucht, haben sie eingebuddelt, also erstmal ausgebuddelt und dann wieder eingebuddelt im Garten. Ein paar Mal gut gegossen, ich habe ihnen auch bisschen was vorgesungen, das hilft auch immer. Und dann haben sie sich wohl bei uns gefühlt. Also man kann sich die Pflanzen auch einfach in den Garten holen. Der wirklich anspruchslose Wegerich braucht wenig Wasser und kommt auch mit Dürreperioden gut zurecht. Deswegen wächst er auch in wüstennahen Gebieten. Ja, auf diese Weise haben wir jetzt die treuen und zuverlässigen Helfer direkt neben Blumen und Sträuchern stehen. Und also wir hier natürlich heute auch. Unser ganzes Grundstück ist voll mit Wegerich. Und da sind sie auch wirklich sehr unterschiedlich. Da gibt es kleine, zarte, junge Pflanzen. Und es gibt aber auch so richtig dicke, harte Blätter. Die sind, also wenn man die klein schneidet, da kommt ordentlich Saft raus. Die eignen sich eben auch zum Ansetzen, wie ich das immer mache. Ich habe es ja schon mal erklärt. Ich sammle den Wegerich heute, wasche ihn, schneide ihn in Streifen und tue ungefähr ein Viertel in ein Glas. Also das Glas ist damit viertelvoll und fülle den Rest mit Schnaps, mit klarem Schnaps auf. Also ich nehme Wodka, aber man kann natürlich auch einen klaren nehmen, ganz egal. Ja, und dann lasse ich das 6 bis 8 Wochen stehen. Drehe und wende das jeden Tag 1-2 Mal und so nach 6-8 Wochen siebe ich das Ganze durch. Und ich habe es euch ja erzählt, ich habe mir Medizinfläschchen bestellt, in die wird das dann gefüllt mit einem Sprüh, wie heißt das, Kokon obendrauf und fertig ist mein Wegerich. Medikament gegen Wunden und gegen Stiche. Übrigens, ich habe das auch schon mal gesagt, ein wunderbares Geschenk, wenn man eingeladen wird und etwas mitbringen möchte, was eben nicht diese obligatorische Flasche Wein ist oder Sekt, sondern so ein selbstgemachtes Spray. Ja, die sind übrigens auch hübsch, diese Wegerichpflanzen. Wenn ihr sowas im Garten stehen habt, die haben ja nicht nur diese Blätter, sondern da gibt es dann irgendwann hübsche, zarte Blüten auf ganz zierlichen, langen Stängeln. Und diese Blüten, es sieht einfach wunderhübsch aus, wie die so ganz schlank rausragen aus diesem Blätterkissen. Bildschön. Ja, und ich habe es ja auch gesagt, wer aus irgendeinem Grund keinen Wegerich zur Verfügung hat, wer auf Reisen ist, keine Zeit für sowas findet, obwohl, nehmt sie euch mal, es tut so gut. Aber trotzdem, also wer sowas jetzt nicht machen kann oder auch nicht machen will, aber auf der sicheren Seite sein möchte, vor allem nachts, wenn die Viecher angreifen, dann kann er sich das, wie gesagt, selber machen. Oder er kann, nein, selber machen ja nicht, er kann sich das Spray, ich stelle euch das heute nochmal ein, der kann sich das Spray einfach bestellen. Herstellen tut das eben auch dieser wunderbare Helmut Posch, mit seiner riesen Biofarm im Salzburger Land, wo die alle Kräuter, die sie so mischen und herstellen, eben zusammenmischen in genau diesem Verhältnis, wie Hildegard von Bingen es gewollt hat. Denn auch Posch gehört ja zu den Vorreitern, zusammen mit Wickard Strelo und Gottfried Herzger. Das sind die drei Helden um Hildegard von Bingen heraus. Ja, und diese kleine Sprayflasche, die kann man immer in der Tasche mit sich führen. Im Winter brauchst du es nicht, aber jetzt in diesen Zeiten, also ich habe sie immer dabei. Und man kann eben auch anderen helfen, wenn da jemand ist, der gerade gestochen wurde. Auch übrigens Bienenstiche. Einfach erstmal drauf mit dem Zeug, es hilft. Er kann übrigens noch mehr, dieser Wegerich. Er hilft uns zum Beispiel auch bei Knochenbrüchen. Zur schnelleren Heilung. Dazu benötigt man jedoch nicht nur die Blätter, sondern auch die Wurzeln dieser Wunderpflanze. Hildegard von Bingen sagte wörtlich,
Wenn aber einem Menschen an irgendeiner Stelle ein Knochen durch einen Unfall zerbrochen wird, dann schneide er Wegerichwurzeln in Honig und er esse es täglich nüchtern. Und er koche auch mäßig die grünen Blätter der Malve und fünfmal so viel Blätter oder Wurzeln von Wegerich mit Wasser in einem neuen Topf und lege sie oft warm auf die Stelle, wo es schmerzt. Und der gebrochene Knochen wird geheilt werden. Tja, warum sollte man das Ganze nicht ausprobieren? Wenn wir ja ohnehin wissen, dass sie so gut wie immer recht hat, die einstige Äbtissin Hildegard von Bingen. Vor fast 900 Jahren wurde ihr buchstäblich der Himmel geöffnet. Hildegard wurde vom Licht in das urewige Wirken der Schöpfungsgeheimnisse eingeweiht. Himmlische, unsichtbare, unendliche Gesetze, die also auch auf Erden gelten und mit etwas geistiger Flexibilität eigentlich ganz leicht von jedem Menschen erkannt werden können, umgeben uns. Überall, allgegenwärtig. Sie wirken ohne Unterlass, sie wirken immer gleich, unumstößlich. Ja, wohl dem, der es lernt, sie zu entdecken und sein Leben mit diesen Gesetzen zu verbinden. Ich habe es euch ja vorhin schon im Gebet gesagt. Ich habe euch den Rat der Wesenhaften, der Naturwesen vorgelesen. Auch die Kräuterkunde hängt unmittelbar mit diesen Naturwesen zusammen, denn die Naturwesen waren es immer, die die Menschen angeleitet haben, mehr zu erfahren über die Heilkraft der Kräuter. Oder was glaubt ihr, woher man das heute weiß, welches Kraut gegen was hilft? Glaubt ihr wirklich, dass der Mensch von sich aus darauf gekommen ist? Never. Ja, Hildegard von Bingen schenkte uns ihr Wissen. Alles, was ihr vom Licht offenbart wurde, schrieb sie nieder. Die Heilkraft der Edelsteine hat sie aufgeschrieben, die medizinische Wirkung von Kräutern und Pflanzen. Sie hat uns viel berichtet über die Obst- und Gemüsesorten, nicht nur als tägliche Ernährung, sondern eben vor allem auch als wirksame Heilpflanzen. Ja, und die Ursachen unserer Krankheiten, die hat sie uns auch erläutert. Nämlich jede Krankheit hat eine Ursache. Ich bin jetzt gerade angesprochen worden durch diesen Hildegard-Zyklus von mehreren Bekannten gleichzeitig. Übrigens, beides sind Mütter von kleinen Kindern. Und beide haben gesagt, Mensch, hast du nicht eine Idee, was sagt denn Hildegard zu Gelenkschmerzen, zu sowas wie Rheuma oder Arthrose? Ja, und ich kann euch schon mal im Vorhinein sagen, was Hildegard sagt, was die Seele angeht, weil Hildegard hat ja immer die Krankheiten, die der Mensch so haben kann, aus zwei Perspektiven beleuchtet. Das eine Mal, wie kann ich das heilen? Aber die andere Seite ist, wo kommt das her? Warum ist denn dieses Übel überhaupt entstanden? Also es ist ja die Frage der ganzheitlichen Betrachtung. Und ich kann mich erinnern, weil ich hatte das auch eine Weile mit diesen, ja, so Rheuma-ähnliche, du kannst die Gelenke schwer bewegen und die Knie tun weh bei der Bewegung. Ich weiche mal ganz kurz ab von Hildegard von Bingen und komme zu einem Internetportal, das ich persönlich sehr schätze. Und zwar sind das Schmerztherapeuten. Und dieses Portal heißt Liebscher und Bracht. Das ist eine Frau Dr. Bracht und ihr Mann Herr Liebscher. Und der ist eigentlich, was hat der studiert? Maschinenbautechnik oder sowas. Völlig verrückt. Und diese beiden haben sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen aus den Schmerzen rauszuführen. Und die haben ein Portal, auch mit einem Schmerzregister oder Lexikon. Und da sind alle möglichen Schmerzen, die der Mensch haben kann. Von Halswirbel über Lendenwirbel. Da sagen jetzt viele, oh ja, ich gehöre dazu. Und Knieschmerzen und Hüftschmerzen und Armschmerzen und das Schulter-Arm-Syndrom und so weiter.
Und dieser Maschinenbauingenieur, oder vielleicht ist er auch was anderes, aber es geht in Richtung Maschinenbau, der hat sich da offenbar mit seinem technischen Verständnis an den Muskelaufbau des Körpers gemacht und hat Übungen entwickelt, die er in Videos dort eingestellt hat. Und wenn ihr diese Übungen, je nach dem Zipperlein, was ihr habt, oder auch Schmerzen, wenn ihr euch das raussucht, was er dafür vorschlägt, das ist unglaublich, unbeschreiblich, wie schnell es wirkt und wie schnell euch Hilfe wird. Also ich weiche gerade ein bisschen ab von Hildegard, aber ich möchte euch das einfach empfehlen, und zwar aus eigener Erfahrung. Weil ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Auffahrunfall und hatte ein Schleudertrauma und hatte seitdem solche Halswirbelprobleme, dass ich manchmal schwere Kopfschmerzen hatte und mein Leben wirklich beeinträchtigt war. Und das kennt ihr ja auch, wenn das in den Schultern so zieht und unter den Schulterblättern und bis rauf in den Kopf. Und so ging es mir jahrelang. Und ich hatte Massagen und Öle und weiß der Himmel was alles. Und dann gab mir jemand den Hinweis, hier jemand von der Insel übrigens, du weißt schon, wenn du jetzt zuhörst, ich sag nicht mal einen Namen, und ich stürzte auf dieses Portal, habe 2 Übungen gemacht und er sagt da auch, für Halswirbelbereich, ne? Er sagt auch, wenn du diese Übung machst, wirst du schon nach diesem einen Mal Erleichterung verspüren. Und es ist so gewesen, ich habe das vor, ja, ich nehme mal an, so ein knappes Jahr ist das her, habe ich das ausprobiert und ich habe keine Schmerzen mehr. Und ich kann sofort, wo immer ich stehe oder gehe, wenn ich mich mal verreiße oder so, und das möchte jetzt ein bisschen ziehen da hinten, dann kann ich in der Sekunde diese Übung machen und es geht mir wieder besser. Also das nur am Rande, wenn es euch weiterhilft, so freue ich mich von Herzen. Denn das ist auch der Ansatz dieser beiden, Liebscher und Bracht, die sagen, wir möchten einfach, dass niemand mehr leiden muss. Wir möchten euch von den Schmerzen befreien. Und hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Hier passt es wirklich auch wie die Faust aufs Auge. Du musst selber in die Kraft kommen, du musst selber einen solchen Hinweis ernst nehmen, auf das Portal gehen. Und ich habe mir ganz viele Filme auch runtergeladen von ihm, von dem Liebscher und von Frau Bracht, weil wenn ich auch mal auf Reisen bin, na gut, im Moment reise ich ja nicht, aber es da kein Internet gibt, gucke ich mir das immer mal an. Übrigens auch super Knieübungen. Ja gut, jetzt habe ich genug geschwärmt und ich habe echt Werbung gemacht für dieses Portal. Wir kennen uns gar nicht persönlich oder auch wir haben uns noch nie geschrieben. Aber ich möchte einfach etwas zurückgeben, weil ich durfte wirklich profitieren von diesen Übungen. Und die machen das unentgeltlich, auch wirklich ganz besonders. Ich habe dann auch über Deutschland so 2, 3 wie nennt er das? Das sind so Rollen und Bälle, die haben bestimmten Namen, Faszien, genau, Faszienbälle, habe ich auch bestellt und das hilft auch. Also ich habe auch einfach gedacht, ich möchte denen wieder was zurückgeben. Die geben hier freiwillig einfach ihr ganzes Wissen heraus, damit wir Menschen keine Schmerzen mehr haben. Also eine wunderbare Sache. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Ich habe hier noch einen Schlusssatz in diesem Artikel über Hildegard, weil wir haben mit ihr angefangen und sollten natürlich auch mit ihr aufhören. Hildegard von Bingen ermahnt uns liebevoll und beständig, wachsam, offen und lebendig mitten in der Schöpfung zu stehen und niemals nachzulassen. Denn sie hat schon vor 900 Jahren erkannt, die von uns Menschen selbst geschaffenen Probleme und Unglücke, vor allem aber das Ungleichgewicht zwischen Geist und Körper, zwischen Mensch und Natur, zwischen den ewig währenden Gesetzen und unseren Verstößen dagegen, trennen uns immer noch von der heiß ersehnten, allumfassenden Liebe und der damit verbundenen, herrlichen Leichtigkeit des Seins, die wir dringend benötigen, heute mehr als je zuvor.